Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Infovideo auf meinem Kanal. Ja, heute geht es nur ganz kurz darum, wie die Ferien ablaufen werden bezüglich meines Kanals und ja, wie es denn nun mit der Abstimmung aussieht zu dem Vlog. Ja, würde ich erstmal damit anfangen. Ich habe dann auch noch ein bisschen was anderes mit euch zu belabern. Im Hintergrund seht ihr übrigens wahrscheinlich eine Runde Mario Kart, das werde ich dann nachher noch aufnehmen. Und ja, auf jeden Fall viel Spaß mit dem Hintergrund Gameplay. Zu dem Vlog wollte ich zuerst zukommen. Und zwar, der Vlog wird auf jeden Fall kommen, denn ein Großteil, also der definitiv größere Teil hat sich dafür entschieden, dass ein Vlog kommt. Und dann wird dieser Vlog die Länge von 5 bis 10 Minuten haben, da ihr euch das auch mehr gewünscht habt. War mir eigentlich von Anfang an klar, dass diese Abstimmung so abläuft, aber es hätte ja sein können, dass ich falsch liege und ihr da überhaupt keinen Bock drauf habt oder irgendwie sagt, nee, da habe ich wirklich keine Lust drauf und ja, bin ich auf jeden Fall froh, dass ihr da Bock drauf habt. Denn Vlog ist eigentlich sowas, was ich finde, das muss man machen, damit die Fans auch was aus dem Real Life mitbekommen. Also finde ich einfach. Ja, dann ist es nun bald soweit. Ich habe Mario Bros. Schon lange nicht mehr gebracht. Ist seit 2 Wochen, glaube ich, nicht mehr. Ich werde Mario Bros. Am Samstag nochmal aufnehmen, also wenn ich MKW hochlade. Ich fahre übrigens am Sonntag in den Urlaub und komme dann so in 10 Tagen wieder. Nur so, dass ihr das nebenbei auch wisst. Und da werde ich nochmal eine Folge Mario Bros. Aufnehmen und die dann eben auch hochladen. Denn Mario Bros. Kam jetzt wirklich schon lange nicht mehr, weil ich eben wirklich keine Zeit und auch keine Lust hatte, muss ich ehrlich sagen. Und Mario Kart sowieso besser bei euch ankommt, habe ich eben nur Mario Kart so gesagt hochgeladen. Aber ja, ich werde auf jeden Fall nicht aufhören. Ich werde jetzt einen Mario Bros. Part machen, beziehungsweise dann am Samstag, bevor ich wegfahre. Und werde den dann entweder am Sonntag hochladen oder irgendwie veröffentlichen, wenn ich da mal WLAN habe oder so. Ich weiß nicht, ob es bei uns in der Ferienwohnung WLAN gibt. Deswegen, ja, müssen wir mal schauen. So, was ich noch sagen wollte, wenn Mario Bros. Beendet ist, brauchen wir ja ein neues Projekt, das hatte ich ja alles schon gesagt. Und dieses Video ist jetzt einfach so das Video, sag ich jetzt mal, wo ihr abstimmen könnt. Ihr könnt mir eure Ideen in die Kommentare schreiben und die Sachen, also die Spiele, die ihr gerne haben wolltet, wo ihr bemerkt, es können Wii-Spiele sein, es können auch Wii U-Spiele sein, es können PC-Spiele sein. Xbox habe ich nicht, PS4 habe ich auch nicht, also ich habe eigentlich entweder nur Nintendo oder PC. Außer ihr wollt auf der PlayStation 1 Tomb Raider sehen, das habe ich auch. Aber ich denke mal, da ist die Interesse nicht so groß. Also schreibt mir bitte mal eure Spiele, die ihr gerne haben würdet, in die Kommentare. Dann werde ich mir 3 oder 4 Spiele aussuchen und werde dann dazu nochmal eine Abstimmung machen. Und ja, Mario Kart wird auf jeden Fall bestehen bleiben und Minecraft und CSGO werden auf jeden Fall dann abwechselnd kommen. Und wenn wir dieses vierte Projekt gewählt haben, was ihr mir in die Kommentare schreiben könnt, also was ich danach mal anzocken soll oder vielleicht auch mal spielen soll, kann auch ein Offline-Spiel sein, kann auch ein Online-Spiel sein, kann ein Gruselspiel sein, ist eigentlich völlig wurscht. Aber ehrlich gesagt habe ich auf COD keinen Bock, also COD würde ich auf jeden Fall noch nicht let's playen. Vor allem, weil ich da auch Probleme dann kriege, weil ich noch nicht 18 bin und so weiter. Und ja, also bitte kein COD, so Altersfreigabe bis 16 würde ich sagen. Und außer Outlast, das fände ich auch geil. Ja, also es ist euch überlassen, was ihr mir da vorschlagt. Ich werde mir dann 3 Spiele, wie gesagt, die ich am besten finde, raussuchen und werde dann, wenn ich wieder nach Hause komme, mal eine Abstimmung machen. Und ja, da dürft ihr dann auch wieder abstimmen. Gut, das wollte ich auf jeden Fall sagen. Hier seht ihr nochmal einen Link zu einem Video, wo ich das erklärt hatte, wie sich CSGO und Minecraft abwechselt. Das solltet ihr auf jeden Fall auch gucken. War übrigens ein cooler MKW-Part, der relativ viele Aufrufe bekommen hat für seinen Teil. Und ja, ich hoffe, ihr seid somit informiert. Euch schöne Ferien auf jeden Fall. Wir sehen uns dann nach den Ferien oder auch in den nächsten 2 Videos, die ich noch hochladen werde. Dann werde ich ja, wie gesagt, nichts mehr hochladen. Und ja, schöne Ferien. Haut rein, Leute, und ciao.